Hallo, hier ist eure Melanie. Ja, herzlich willkommen hier wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich habe heute hier die nächste Short Message für euch ausgelegt. Und ja, wir gucken natürlich wieder hier mal auf das Gegenüber und ja, schauen, was ihn aktuell gerade hier so bewegt oder was bei ihm jetzt gerade ansteht. Ja, ihr wisst ja immer, es ist ein allgemeines Kollektiv. Ihr könnt damit in Resonanz gehen oder eben auch nicht. Ja, wenn es nicht passt, dann guckt euch einfach die nächste an. Immer kann man einfach nicht dabei sein und manchmal ist es vielleicht auch besser so. Ja, ich habe heute wieder ausgelegt. Wir schauen uns zuerst mal die Botschaften hier der Lenemos an und dann hier nochmal zusätzlich mit den Klärungskarten. So, die erste Karte, die hier gefallen ist, da haben wir einmal den Hund bekommen. Wir haben also hier das Vertrauensthema, Loyalitätsthema. Könnte auch hier um Freunde gehen, schauen wir gleich, aber auch Selbstwert und Selbstliebe. Dann haben wir hier den Park bekommen. Ja, es könnte also hier um eine Öffnung sich handeln oder das vielleicht trifft er sich auch gerade hier mit einem Freund. Das wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt schauen wir mal weiter. Da haben wir hier den Anker. Da geht es also um Stabilität, Verankerung, Sicherheitsthema haben wir hier wieder. Auch den beruflichen Bereich. Bin mal gespannt. So, dann haben wir hier die Eulen. Da haben wir schon mal Stress, Aufregung, Gezwitscher, Kommunikation. Und wir haben hier die Liebe, also das Herz, aber auch Herzensangelegenheiten. Ja, wenn wir uns das jetzt mal im Kontext so anschauen, ja, geht es eigentlich darum, dass man hier im Bereich des Vertrauens sich öffnet oder etwas vielleicht auch öffentlich macht oder anfängt sich auch gegenüber dir zu öffnen. Wir haben hier auch die Stabilität und Sicherheit. Das heißt, ja, es darf bei ihm auch selber in diese Verankerung gehen. Also wir haben hier schon einige Themen, die er sich vielleicht hier auch gerade anschaut. Es kann hier auch sein, dass wir hier ja mit Freunden sich trifft, um wieder ein bisschen mehr Stabilität zu erreichen, dass man also viel draußen unterwegs ist oder versucht, nach draußen zu gehen, um eine gewisse Sicherheit auch irgendwo sich wieder aufzubauen. Man sieht hier sehr viel Kommunikation, auch sehr, sehr liebevolle Kommunikation. Also auch in deine Richtung, wie man hier sieht, findet hier eine Kommunikation statt. Aber wir klären das Ganze jetzt mal. Gucken wir mal, was auf den Hund hier gefallen ist. Da haben wir nochmal den Hund bekommen und wir haben hier das Herz bekommen. Ja, also es geht um die Treue, in der Liebe auch, ja, wie das Vertrauen in die Liebe zu setzen. Wir haben hier das doppelt gemoppelt, das heißt, es ist also hier auch eine sehr starke Verbundenheit zu dir, wie man hier sieht, ne? Dann haben wir hier Erzengel fürs Metatron. Hier haben wir wieder das Thema der Schmerzüberwindung, dass man auch Ordnung schafft, ja, sich gewisse Fragen auch stellt zu dem Thema Selbstwert, Selbstliebe vor allem hier auch. Ne? Da beschäftigt er sich sehr damit. Und wir haben hier noch den Bettler, da sieht man, also es geht um ja, Ängste, die hier noch dahinter stecken. Vielleicht auch momentan finanzielle Sachen. Ne? Es könnte hier auch gerade ein bisschen ja, Trubel in der Arbeit geben, dass wir hier ein bisschen Stress auch haben, ne? Dass er da ja, Sicherheit auch sucht im finanziellen Bereich. Vielleicht hat er momentan auch wenig Geld. Das könnte auch momentan so ein Thema sein, wo er ein bisschen mit sich hadert. Ja? Da geht es auch darum, sich selber treu zu bleiben. Aber auch die Bettlerskarte ist die Mangelkarte. Das heißt, man darf sich also damit auseinandersetzen, wo in Bezug vertraut man noch nicht so auf die Liebe, ja, wo gehört da noch etwas geöffnet oder wo sollte man sich da mehr öffnen? So, auf den Park haben wir hier die Eulen, da geht es also um die Kommunikation. Ja, natürlich das auch nach außen zu kommunizieren, was einen bewegt, ne, auf Herzebene. Und dann haben wir hier das Haus, ja. Also das ist auch wieder die Sicherheit und die Stabilität, dieses gesunde Grundfundament, das letztendlich hier um zur Erstellung auch geht. Und das heißt, es geht auch um die Stabilität in der Kommunikation, dass man also nicht mehr so nervös und flatterhaft ist oder ja, schnell kommuniziert, aber nicht darüber nachdenkt. Das heißt, letztendlich geht es hier ein bisschen um die Stabilisierung im Bereich von Sprechen. Ja, vielleicht hat er sich in der Vergangenheit schwer getan zu kommunizieren oder zu sprechen. Und da sieht man schon, das ist also dieses Thema, ja, wo man sich öffnen sollte, damit es also wieder etwas
gesicherter wird. So, wir haben jetzt hier vielleicht auch Stress daheim, ne, wo der Stress im privaten Bereich hat, wo es aber um die Öffentlichkeit geht. Es kann hier im beruflichen Bereich was zu tun haben. Ne. Es können aber andere Dinge sein. Schauen wir mal weiter hier. Und da haben wir die Energy Domes. Das heißt, es geht also hier darum, die Wünsche zu manifestieren, die man hat. Ne. Also da haben wir schon wieder das Thema der Kommunikation auch dahinter, dass sich auch gewisse Verstrickungen lösen und wieder die Macht der Worte. Das heißt, ja, dein Gegenüber scheint sich also hier sehr, sehr stark mit dem Vertrauensthema auseinanderzusetzen, ja, gegenüber sich auch selbst, ja, also dieses Hineinschauen, wo vertraut man der Liebe nicht, wo hat man noch Ängste, wo hat man noch Zweifel, wo nimmt man noch gewisse Entbehrungen in Kauf, ja, und da geht es eben darum, sich dafür zu öffnen und auch das nach außen zu kommunizieren. Das heißt also, über seine Wünsche, Träume, Bedürfnisse auch zu sprechen. Ne? Das kann hier, du kannst es hier schon mit einem Gegenüber auch zu tun haben, das halt ja wenig spricht oder wenig über sich selber oder das, was er sich wünscht oder worum es bei ihm geht, ja, wenig kommuniziert. Und das gehört jetzt einfach hier in die Stabilität gebracht. Das heißt, dass er sich auch, ja, dass er diese gewisse Sicherheit hat oder in sich diese Sicherheit erschafft, sich erstens mal selber zu vertrauen, ja, und natürlich dann dieses Vertrauen auch ins Außen zu legen und zu sagen, ja, ich kann hier das sagen, was ich gerne sagen möchte, ich kann hier meine Wünsche offenbaren, ich, ja, dieses Reden lernen wieder, ja, also wieder richtig sprechen zu lernen. Ich denke, dass dein Gegenüber hier schon ein gewaltiges Problem in der Kommunikation hat oder hatte. Ja, und da geht es jetzt eben genau dieses Thema hier aufzulösen. So, jetzt gucken wir mal auf den Anker. Ja, da haben wir den Turm. Ne? Man hat sich also hier isoliert oder ist in eine gewisse Distanz auch gegangen, ne, an der man hier lange festgehalten hat. Und da haben wir hier auch den Herren selber drauf liegen. Das heißt, ja, hier geht aber jemand aus dieser Einsamkeit, aus diesem Rückzug, aus dieser Distanz raus. Ja? Weil er guckt ja nicht in den Turm rein, dass man sagt, oh, jetzt geht er hier in die Distanz, sondern er müsste bereits im Rückzug sein oder vielleicht auch das wird distanziert und kühl zu dir. Ja? Und da geht es eben auch, dieses Thema loszulassen oder sich in sich selber eben zu verankern. Ne? Also wie man hier schon sieht, ne, es ist viel Arbeit oder es arbeitet sehr an ihm, was also mit einem Vertrauensthema zu tun hat. Es kann natürlich hier auch sein, dass es hier um eine Herzensangelegenheit geht bezüglich eines Freundes. Auch das schließe ich hier nicht aus, ne? Dass man also hier mal merkt, mit wem er es auch zu tun hat. Ne? Vielleicht liegt ihm auch hier jemand sehr am Herzen, könnte hier aber auch ein Kind sein, ne? Ein Sohn zum Beispiel oder so, eine männliche Person auf jeden Fall, ja, wo man einfach auch Angst hat, dass man hier vielleicht irgendwas verlieren könnte, dass man hier entweder eine Entbehrung im Kauf nehmen möchte oder sollte, ja, möchte, sollte im Endeffekt, ja, dieses, ja, es pocht schon, ich kriege da so ein Pochen auf der Herzebene rein, ne? Dass man sagt, ja, das ist ihm anscheinend schon wichtig, nicht, dass da irgendwas in den Verlust auch geht. Ich komme hier die Verlustangst rein, also auch so ein Thema bei ihm, da geht es viel um die Kommunikation, also vielleicht gibt es hier noch so ein Thema, was ihm da bezüglich dieser Person auf dem Herzen liegt, wo auch Entbehrungen eine große Rolle spielen, aber auch hier geht es darum oder darüber, dass er das ausspricht oder dass er das hier mit kommuniziert und das hat er anscheinend hier eine Zeit lang nicht gemacht, ja, weil er hier im Rückzug ist. Jetzt schauen wir mal die Klärungskarten an. Und da haben wir die langsamen Nachrichten, da haben wir also die Passivität, den Stillstand, ja, passt er da hier schon zum Turm, mehrfaches Nachfragen, Warteschleifen, Ignoranz und den Kontaktabbruch. Ja. Also kann natürlich jetzt hier auch ein Kontaktabbruch zu einer gewissen Person sein, ja. Auch das ist hier eine Variante, wo zwar kommuniziert worden ist oder wo man hier merkt, dass also da Personen sind oder eine bestimmte Person, von der man dachte, die liegt einem am Herzen, aber man kann hier gar nicht so richtig raus aus sich. Ja? Man kann nicht darüber sprechen oder seine Wünsche und Bedürfnisse wurden hier auch familiärerseits nicht gesehen. Ja? Auch das ist so ein Thema, was sich jetzt ihm hier öffnet. Also ich kriege hier ganz, ganz viel Selbstwertthemen rein. Ja, alles, was ihn mit seinen Wünschen, Träumen, Bedürfnissen einfach
betrifft und dass hier eigentlich nie wirklich darüber geredet worden ist und er auch nicht gelernt hat, in die offene Kommunikation zu gehen. Ja. Und deswegen hat man sich immer wieder mal zurückgezogen, ist in die Passivität gegangen, hat vielleicht mehrere Sachen auch ignoriert, hat den Kontakt zu dir abgebrochen oder auch Kontakt jetzt zu Freunden und alles abgebrochen. Ne. Aber wir sehen hier mit dem Kompass, dass man sich jetzt hier neu ausrichtet. Das heißt, ja, man ändert seine Meinung, ne? Man geht also wie gesagt hier raus, geht in den Ablöseprozess hinein, aber auch in diese Verankerung, in diese Stabilität, die auch eher sehr, sehr wichtig ist für ihn, ja, dass er also lernt, sich selber zu vertrauen, lernt, dass es nicht schlimm ist, wenn man etwas ausspricht oder darüber redet mit jemandem, ne? Und das gehört hier auch, oder da erweitert auch jemand sozusagen seinen Horizont, ja, finde ich sehr, sehr spannend. So, dann schauen wir mal auf die Eulen drauf. Na? Ja, da haben wir einmal den Sarg. Ne? Man sieht also schon, es ist durch die Kommunikation immer wieder so ein bisschen in den Stillstand. Aber es geht hier einfach darum, dass dieser Stress und diese Aufregung und na, was vielleicht auch durch die Öffentlichkeit, vielleicht haben hier wieder viele Leute auch mitgemischt, also Einfluss von außen, dieses Blablabla im Hintergrund, ne? Dass man das jetzt ein für alle Mal auch abschließt. Weil es hier darum geht, dass er auf sich und sein Herz hört. Ne? Und da haben wir eben den Bären. Das heißt, ja, es geht hier schon um seine Kraft, Mut und Stärke, da jetzt wieder hineinzukommen. Und auch natürlich Kraft, Mut und Stärke in der Kommunikation. Also das nimmt sich hier nicht viel. Ja? Das ist dieses Aussprechen. Also hier würde ich mal sagen, hier lernt jemand gerade, wie man richtig kommuniziert oder wie man, ja, oder ist jemand dabei, sich wirklich zu öffnen über das Reden. Ja? So, schauen wir mal bei den Secret Keycards. Da haben wir hier das Lampenfieber, ja, da mangelndes Selbstvertrauen. Ne? Das war einfach das Problem, weil er immer gedacht hat, wenn er vielleicht was ausspricht oder wenn er was sagt oder wenn er seine Wünsche und Träume und Bedürfnisse durchsetzt, dass er dadurch eigentlich etwas verlieren könnte. Ja? Ob sich jetzt verschiedene Personen abwenden, du von ihm abwendest oder er diese Erfahrung einfach schon gemacht hat in der Vergangenheit. Das heißt, immer wenn er irgendwas gesagt hat, hat man sich vielleicht abgewandt, hat ihn verlassen, hat ihn nicht für voll genommen und solche Sachen. Und deswegen hat dieser Mann das immer wieder raufgeschoben. Ne? Wir haben hier etwas Aufschieben, ja, viel Herzklopfen. Das hatte ich vorher schon, ne? Dieses Pochen am Herzen. Und da geht es jetzt einfach darum, dass man über seinen Schatten drüber springt und sagt, okay, aber es geht einfach nicht mehr ohne Kommunikation, ja, weil so kannst du nichts aufbauen. Und ob das jetzt mit dir ist, ob das im freundschaftlichen Bereich ist oder ob das in der Arbeit ist, es geht darum, dass er sich anfängt durchzusetzen, sich das nimmt, was ihm zusteht vom Leben, aber es auch ganz klar auch der Öffentlichkeit kommuniziert. So, da haben wir dann den Skeptiker, ne? Das sieht man schon, dieses der totale Realist, man stellt alles in Frage, man hat einen Unmut in sich, man ist misstrauisch, vielleicht auch ein bisschen engstirnig. Ja? Das ist aber durch dieses mangelnde Selbstvertrauen, ne? Dass man immer alles anzweifelt und ja, dieses Engstirnige, es muss immer so nach einer gewissen Schiene laufen. Und auch hier sieht man drüber gespiegelt, dafür darf er sich aber jetzt öffnen, ne? Weil es ist nicht immer nur Weg A, es gibt B, C, D. Also da haben wir auch wieder so diese Wege und Möglichkeiten, die er lernen darf, in Betracht zu ziehen. Und dann haben wir hier den Strand und da sieht man schon, es wird sich auch entspannen, das Ganze. Na, vielleicht fährt er in Urlaub oder verreist, aber es geht einfach darum, dass man hier mal die Seele baumeln lässt und dass sich das Ganze hier einfach wieder ablöst. Und das sieht man hier schon mit der Transformation. Na? Würde jetzt der Sarg nach dem Bären liegen, würde ich sagen, gut, das steht für die Kraftlosigkeit, aber letztendlich geht es hier wieder um eine Auflösung, was seine Stärke oder mit seiner Stärke hier zu tun hat. Kann hier auch nochmal eine Transformation von Mutter- oder Vater-Thema sein, wo man vielleicht auch mit ihm kommuniziert hat oder wo er drüber redet, ne, damit sich das also hier entspannt. Kann auch sein, dass er mit einem Freund darüber gesprochen hat, ja, und hier auch gewisse Sachen an die Oberfläche gekommen sind, die ihm, ja, die ihn zum Nachdenken bringen. Na, auf jeden Fall sieht man hier schon, hier wird irgendwas abgeschlossen. Hier darf ein altes Kapitel aus der Vergangenheit auch beendet werden, wie man sieht. Und das hat auch wieder sehr, sehr stark mit der Kommunikation zu tun. So, dann haben wir hier die Liebe liegen, das Herz. Schauen wir mal, was haben wir hier bekommen. Da haben wir den Blumenstrauß bekommen. Ja, es geht im Endeffekt auch auf der Herzebene wieder in die Leichtigkeit zu gehen, in die Lebensfreude, ja, etwas Schönes wieder zu erleben. Auch um eine Einladung, die hier liegt.
Und wir haben hier die Mäuse, ja. Wie oft haben wir diese Karte, ne? Also es ist schon ein heikles Thema, aber ich merke, dieses Thema der Ängste kommt auch bei sehr, sehr vielen Damen hoch. Ich merke es in den privaten Gesprächen, die ich führe, ja, dass es momentan wieder ganz arg ist, vor allem in den Portaltagen. Und die Energie geht auch, ja, da in die Richtung dieses Geschenk, ne? Der Blumenstrauß ist eigentlich ein Geschenk, das man erhält, ja. Dieses Geschenk anzunehmen, sich diese Ängste hier auf der Herzebene einfach nochmal zu Gemüte ziehen, ne? Und hier haben wir es ja mit dem Hund, das heißt, da spielt schon dieses Vertrauen in sich selbst eine sehr große Rolle, wo es eben genau um diese Schmerzüberwindung geht, ne? Also hier liegt noch ein alter Herzschmerz. Dann haben wir hier die Rose, da geht es auch um die Liebe, ja, etwas beschützen, etwas verehren, die Verbundenheit, die Zartheit und die Anerkennung, weil man ja eigentlich diese, man möchte Liebe leben, ja, man möchte wieder Anerkennung, man möchte die Verbundenheit spüren, man versucht vielleicht auch aus diesem Verhalten auch etwas zu beschützen, ja, das ist das, was ich am Anfang hier gesagt hatte, weil man ein Stück weit Angst hat, dass etwas wieder in den Verlust geht, ja, oder dass man wieder irgendwo in eine Art Mangel Zustand fallen könnte. Es kann natürlich auch sein, dass es auch darum geht, ne, wenn er jetzt sich hier wieder vollständig für die Liebe öffnet, vertraut und so weiter, dass er letztendlich wieder eine in die Kerbe kriegt. Ne? Das sind so die Ängste, die Angst vor der Liebe auch. So, dann haben wir hier das gebrochene Herz. Ja? Ich sagte gerade noch, also hier haben wir noch einen Herzschmerz drauf, ja? Liebeskummer, eine Trennung, die jetzt vielleicht auch stattgefunden hat, wieder die Verlustangst, ne? Und deswegen wirkt man vielleicht auch ein Stück weit herzlos, ne? Das ist das, was ich hier gesagt habe, dieses kühle, unnahbare, ja, da muss man aber rausgehen, ne? Wird man aber hier, man wird hier seine Richtung ändern, weil dieses Verhalten, was natürlich eher an den Tag legt, umso weiter er sich hier zurückzieht, umso mehr erreicht er gar nichts, ne? Also das hat er hier schon gemerkt, dass es da nicht in die Stabilität geht und es auch nicht in die Verankerung gehen kann, wenn ich über nichts spreche, ne? Also hier geht es wirklich so dieses erstmals wieder sich öffnen und sprechen lernen. Und wir haben hier die Geburt, ja, und das ist die Vereinigung. Etwas Neues soll also entstehen. Ja, es ist anstrengend und braucht den Kampfgeist. Da können natürlich diese kindlichen Themen noch eine Rolle spielen, die wir hier auf der Herzebene haben. Aber wie man hier sieht, dieses Geschenk, ja, diese Liebe endlich anzunehmen und sich diesen Herzschmerz, der hier nochmal drauf liegt, ja, vielleicht weil er hier mal eine Trennung, wie gesagt, erlitten hat, hatten wir auch schon so oft in den letzten Legungen, ja, wo ich gesagt habe, irgendwas aus der Vergangenheit nagt noch an ihm. Es kann auch ein Verlust der Vater oder der Mutter gewesen sein, na, wo das hier noch auf der Herzebene nagt. Aber es geht hier einfach darum, dass es hier einen Neuanfang gibt. Ja. Es soll also etwas Neues entstehen und das kann halt nur, wenn man sich hier diese Ängste nochmal anschaut. Ja. Aber wie man sieht, kommt das bei ihm oder schwappt das richtig hoch. Wir haben hier unterm Deck den Mond, das heißt, ja, es geht hier wieder Träume, Wünsche und Bedürfnisse, aber man beschäftigt sich auch gedanklich sehr viel damit. Ja. Das kann sein, dass der auch eher schlaflos ist, also gar nicht so viel, sondern dass das eher nachts bei ihm hochkommt oder spätestens am Abend, wenn er alleine ist. Ja. Aber der Mond ist auch die Erfolgskarte, ja, dass man also hier etwas in den Erfolg bringen möchte, aber man sieht, dass man hier sehr, sehr viel nachdenkt, ja? Also es ist sehr, sehr in Gedanken dein Gegenüber, weil wir hier einfach auch noch einige Sachen haben, die noch im Verborgenen liegen, ne? Die erstmal bereinigt werden dürfen. Das ist auch noch so ein bisschen so eine Lernaufgabe. Auch hier haben wir ja mit den Luten wieder das Thema der Kommunikation, ja? Also es steht alles hier auf Kommunikation und das heißt, ja, die Angst, na, wieder irgendwo in Schwierigkeiten zu geraten, wieder läuft alles falsch, ja, das darf aber hier schon rausgehen, wie man sieht. Also wir haben hier die positive Veränderung in Kürze schon da. Also das heißt, mit Sicherheit wird er auch hier neue Wege, neue Möglichkeiten einschlagen und dadurch kann eine Veränderung auch stattfinden. Gut, das Schiff ist nicht das Allerschnellste, das wissen wir mittlerweile. Aber trotzdem, auch hier haben wir wieder dieses Horizont erweitern, auch hier wieder seinen Sehnsüchten folgen und da haben wir auch wieder die Kommunikation. Ja, ja, man ist noch ein bisschen unsicher, was das Ganze betrifft. Ne? Und aber dieser wiederholende Vorgang, den er immer wieder hatte, der sollte hier abgeschlossen werden. Ne? Das sieht man sehr, sehr schön und auch die Blockade mit der Sonne löst sich auf. Also hier kommt richtig schön Bewegung rein, Harmonie und Klarheit. So. Dann haben wir hier unterm Deck auch den Reiter. Das heißt, ja, es ist in Bewegung, also es tut sich was bei deinem Gegenüber. Hier haben wir aber auch wieder das Thema der Kommunikation. Also ich sage mal so,
er wird sich über einen freundschaftlichen Weg wieder annähern. Ja, es wird eine liebevolle Kommunikation, weil man möchte ja hier Stabilität reinbringen. Also er wird sich hier auf alle Fälle wieder melden, so wie man hier sieht. Und es kann zwar noch ein bisschen dauern, ne? Das ist also gerade dieser Heilungsprozess, der also im vollen Gange bei ihm ist. Das heißt, diese Verletzungen, na, dürfen bereinigt werden bei ihm und die vollständige Klarheit soll rein und dann kann es erst in den Erfolg gehen und in das Glück. Sehr, sehr schön heute. Also auch wieder eine sehr tolle Short Message. Und hier haben wir den Wettkampf. Ja, es ist herausfordernd und es kann anstrengend für ihn sein. Ja, das macht aber nichts. Da müssen wir alle durch. Das heißt, er muss sich hier nochmal anschauen, wo hat er die Realität abgelehnt, wo hat er Gelegenheiten verpasst, seine Trotzigkeit, seine innere Unzufriedenheit, wo hat er die Augen noch verschlossen. Na, also hier geht es wirklich in die Blockaden oder sogar eine Karma-Auflösung rein. Und da haben wir schon den Engel der Freiheit. Das heißt, ja. Genau, diese Ketten absprengen, in die Loslassenergie zu gehen, mutig zu sein und sich aus diesem alten Quark hier zu befreien. Besser könnte es nicht gehen, hier mit den Zwillingsflammen, ja, in die feste Partnerschaft zu gehen. Und da haben wir auch die Umarmung, das heißt, ja, diese seelische Nähe im Endeffekt wieder zu erreichen, die man sich so sehr wünscht. Ja. Auch hier die Emotionen freien Lauf lassen, wieder auf die Gefühle hören. Also hier kommt ein Friedensangebot rein, sogar eine Liebeserklärung haben wir hier. Also es ist eigentlich alles auf dem besten Weg. Also hier haben wir auch schon wieder die Macht der Worte, alles ausreinigen. Willensstärke ist da, der tüchtige Mann. Ja, also da ist wirklich absolut etwas in Bewegung. Also hier, wer sich das Liebesorakel noch nicht angeschaut hat, er und ich, da sieht er das am detailliertesten auf der männlichen Seite. Und auch das ist hier wieder im vollen Gange. Freut mich also, dass man hier wirklich sich mit sich selber beschäftigt, versucht, aus der Mangelsituation rauszukommen, Stabilität und Sicherheit hineinzubekommen, auch sich öffnet für neue Wege, neue Möglichkeiten, mal seine Meinung ändert, ja, von alten Mustern abkommt, dass also wirklich hier wieder Entspannung reinkommt und sich auch nochmal diesen Herzschmerz anschaut. Also besser geht es eigentlich nicht, finde ich jetzt für die männliche Seite. Also da tut sich einiges, ja. Okay, meine Lieben, das war schon wieder von mir. Sollte auch nur eine kurze Message sein. Und wir hören uns mit dem nächsten Orakel. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao. Eure Melalie.